noch ihr Fleisch genießen und so. Und bei uns in Kreuzberg ist es ja sowieso so, man sieht im Sommer überhaupt die Hand vor Augen nicht mehr, weil so viel gegrillt wird. Also wirklich auf jedem Quadratmeter wird gleich ein Grill aufgestellt. Ich glaube, Grillen ist ein wesentlicher Bestandteil von unserer Kultur. Und deswegen möchte ich Ihnen sozusagen mein Grillwerk vortragen. Prolog. Es ist uns Männern tief zu eigen, uns mit Bier und Wurst zu zeigen. Philosophie und Literatur, unsere ganze Leitkultur, baut auf unsere Grillnatur. So sprach schon Kant vom freien Willen, den man braucht zum Würstegrillen. Und Schopenhauer präzisierte, weil auch dieser gern grillierte. Auch Ludwig Börne grillte für sein Leben Görne. Freud sprach voller Lust, der Mensch grillt oft auch unbewusst. Damit wäre nun bewiesen, Grillen heißt Kultur genießen. Ah, den Nietzsche habe ich noch vergessen. Genau. Nietzsche sagte, Gott ist tot, uns bleibt nur noch Wurst mit Brot. Vor vielen Jahren traf Herr Goethe Fritz Schiller in der Abendröte, um gemeinsam etwas chillen und dazu eine Wurst zu grillen. Auf einem Divan, der westöstlich, saßen sie und aßen köstlich zwei Würste und als Zusatzspeise ein wenig italienische Reise. So grillten sie recht wahlverwandt, bis dem Schiller seine Wurst verbrannt. Schiller hatte nun die Bitte zu teilen, die zweite in der Mitte. Er sprach zum Freunde, darf ich's wagen, die eine Hälfte beanzutragen? Bist weder Fräulein, weder schön, wirst ohne Wurst nach Hause gehen, sprach Goethe, und nur halb im Spaß. Wer nie sein Brot mit Tränen aß, der kennt mich nicht derweilen. Ich werd die Wurst nicht teilen. Meine Ruhe ist hin, mein Teller leer, krieg ich wirklich keine mehr. Das bisschen Reis ist nur Getreide. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Ich will jetzt meinen Hunger stillen, so kann der Frömmste nicht in Frieden grillen. Da schauten die beiden zumitten der Nacht hinab auf das Würstchen in Lage. Die Glut hat es schon brauner gemacht, es duftete ganz ohne Frage. Goethe, von dem Duft besessen, greift zur Wurst, um sie zu essen, aber Schiller war ein wenig schneller, nahm die Wurst vom Wilhelm Teller. Goethe war nun aufgebraust und drohte ihm mit seinem Faust. Und bist du nicht willig, dann brauch ich Gewalt, die Wurst war nicht billig, hast du das geschnallt? Schiller aber, selbst nicht fein, warf mit einem Wallenstein, ich zeige dir, so dreist du bist, wer hier der Wilhelm Meister ist. Goethes Wut lag nicht mehr brach und da kam auch Faust II schon nach. Dir fehlen wohl, das ist doch krank, ein paar Torquato Tassos im Schrank. Schiller packte ihn am Rocke und spielte ein Lied auf seiner Glocke. Das ist ja wohl der Gipfel, du, bald herrscht auch in deinem Zipfelruh. So schlugen sich die Dichterfürste bis morgens 2 Uhr um die Würste. Das war kein Bild zu Salis, was am Ende auch egal ist.